Ja, Hallöchen, da stehen wir auch schon wieder. Mitten in dem Scanner. Mitten in dem Scanner. Das ist ja auch was. Und wir haben jetzt die Aufgabe, dass die gute Frau unser Kruzifix restaurieren soll, damit wir das dann in den Scanner packen können. Und da ich ja fleißig die Kommentare lese, hat mir Mal sehen, ob einer sie hineinpasst. gesagt, dass ich das hier mal machen soll. Wunderbar. Besser als ich dachte. Und jetzt ist hier eine Schöpfkelle mit einer Batterie drin. Yay! Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. So, mal gucken, ob das geht. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Mal schauen. Wir sind hier ja noch in diesem Raum. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Das hoffe ich auch. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Es hat Okay. funktioniert. Also beeil dich. Ich weiß nicht, inwieweit es ihr schaden kann, dass die Kammer offen steht. Auch bestimmt nicht. Ich sollte das nicht tun, aber heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Egal. Ist nicht unser Problem. So. Was können wir denn jetzt mit der Maya-Maske anstellen? Vor einigen Objekten befinden sich nummeriert. Ich will mal was versuchen. Wenn ich das Kruzifix, kann ich das jetzt ins Regal legen? Weil irgendwie hat sie da ja eine Reihenfolge. Weil irgendwie hat sie da ja eine Reihenfolge. Und irgendwie muss das ja zu schaffen sein, dass ich das dann da reinlege, dass sie das dann erst restauriert. Oder nicht? Tippel. Und da sitzt sie wieder, die Gute. In Ordnung. Ich tausche es gegen das erste Objekt, das restauriert werden muss, aus. Ist er ja fies. Fertig. Frau Doktor hat es nicht bemerkt. Was haben wir denn da? Einen guten Kratzer? Die würde einen hervorragenden Flaschenöffner abgeben. So, mal schauen. Was können wir denn mit der Maya-Maske machen? Der Rubin ist fest eingelassen. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausbrechen. Müssen wir an den Rubin kommen? Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Juhu! Es hat funktioniert. Ein Stein dieser Größe muss ein Vermögen wert sein. Nimm ihn mit. Ganz unauffällig. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Das wäre schon schön. Großartig! Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Okay. Ah, trippel, 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 trippel. Boink. Oh. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Na toll. Was sollen wir den denn herbekommen? Komm, wir sprechen nochmal mit ihr. Frau Doktor, Sie müssen sich erholen.
Jedem kann ein Fehler unterlaufen. Nein, nein, meine Hände sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich kann ja nicht einmal eine Mandel öffnen. Raucht die? Verlieren Sie nicht den Mut. Es war nicht Ihre Schuld, sondern die des Lasers. Nein, nein, meine Hände sind... Ich kann ja... Sollen wir ihr davon irgendwas geben? Ich glaube, besser nicht, oder? Kaffee. Wo bekommen wir denn jetzt Kaffee her? Kaffeeautomat ist ja kaputt. Halt. Ich weiß nicht, wo... Gehen wir mal runter und sprechen mit dem... Vielleicht hat der ja jetzt noch Kaffee. Hallo, Willy. Hey, Also die arme Frau, die tut mir echt leid. Das wollte ich gar nicht. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Nein, verdammt, wenn... Das ist bloß wegen dieser Verrückten. Die trinkt mir deswegen... Okay, das kann ich nicht. Ich möchte... aber wo kriegen wir denn jetzt Kaffee her? Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Mit viel Milch, mit wenig Milch. Unmöglich. Der Kaffee ist ausgegangen. Das ist ja nicht so toll. Wobei, da kommt mir gerade ein Gedanke. Hier war doch... Lieber nicht. Außerdem weiß ich nicht, wozu... Krüge. Was ist denn da drin? Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Haha. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Haha, bin ich gut. Juhu. Noch kann man das nicht gebrauchen. Aber jetzt, weil wir Kaffee brauchen. In der Schale liegen Kaffeebohnen. Wie kriegen wir die denn gepraxelt? Müssen wir die praxeln? Ich glaube wohl. Schöpfkeller haben wir benutzt, den. Bücherpaar. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Okay. Sonst haben wir eigentlich alles benutzt. Sieht menschlich aus, muss aber... Der Tausch des Rubins hat funktioniert. Lieber nicht. Können wir mit dem Laser... Das halte ich für keine gute Idee. Nein. Und ausgerechnet heute ist der Kaffeeautomat leer! Oh, ist sie nicht putzig? Das erinnert mich an den von Dr. Warum sollte ich das tun? Weil's lustig ist. Ich brauche es nicht mehr zu untersuchen. Oder können wir die Bohnen gleich in die... Wir können doch bestimmt jetzt die Kaffeepackung nehmen. Da ist eine leere... Nimm die. Ich weiß nicht, wozu sie nützlich sein könnte. Für die Kaffeebohnen. Ungern. Wie kriege ich denn die Kaffeebohnen wohl kaputt? Oder kann ich die Kaffeebohnen Willy geben?
Vielleicht kann er damit ja was anfangen. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Und wie kann ich bitte Kaffee mahlen? Warum erzählt er mir das nicht? Vielleicht Scanner? Hier, dieser eine. Was war das denn nochmal für ein Gerät? Hier, das da. Was war das? Elektronenmikroskop. Nein, ich glaube... Nee. Das hat mir überhaupt nichts gebracht, das Ding unter dem... Okay. Klimakammer, Verbandskasten. Scanner. Oder kann ich die auch einfrieren? Das wäre cool. Eingefrorene Bohnen. Nein. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wozu diese Klapperkiste dient. Vielleicht zum Bohnenmalen. Was soll ich denn damit? Nicht. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, vielleicht kann ich mit... Ah, okay. Verstehe. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte. Juhu, dann können wir jetzt zu Willy gehen und ihm die geben. Juhu, mein Freund. Kaffeepulver. Pulverkaffee. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die... Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja, bin ich. Ja, ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Aber vielleicht kriegen wir jetzt diese Kaffeepackung, Verpackung. Kaffeeverpackung aus dem Papierkorb. Kaffee. Verpackung. In Ordnung. Sie können... Ja, endlich. Duft. Jetzt packen wir den Kaffee das einfach rein und geben das dann Willy und da kriegen wir einen. Das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffee... Juhu. Und da kriegen wir einen Kaffee und dann macht Frau Doktor vielleicht weiter. Weil da müssen wir doch bestimmt noch den Rubin nochmal austauschen. Nicht, dass unser Artefakt kaputt geht. Das wäre dumm. Blöd. Willy, ich bringe dir... Geil, das ist ja meine Hausmarke. Ja! Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Du hast Glück gehabt, Kleiner. Wolltest du nicht vorhin eine Batterie haben? Ich hol jetzt eine aus meinem Walkman und geb sie dir. Nein, nein, lassen wir das. Er kann uns nicht weiterhelfen. Brauchst du sie nicht mehr? Na, das macht nichts. Schließlich zählt die Absicht, oder? Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Ja, dann beeil dich mal ein bisschen.